Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem weiteren Blick. Ich hoffe, dass ich diesen Blick jetzt mal ein bisschen wieder geopolitischer machen kann, ein bisschen mehr mit den Informationen, die ja auch immer beruhigen, wobei ich da ja weniger jetzt die tagesaktuellen Kleinnachrichten hier zusammentrage, sondern lieber einfach dann daraus einen Adlerblick, einen Rundumblick, eine Überschau biete. Denn ich glaube, das ist das, was für unser, nicht nur für unser Gehirn und für unseren Geist wichtig ist, sondern auch ja, für den Emotionalkörper, für die kleinen aufgescheuchten Hühner in uns. Und ja, ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich da durchaus von uns rede, logischerweise. Weil nur weil mein potenziell aufgescheuchtes Huhn mittlerweile schon sehr beruhigt ist, einfach aus empirisch, aus Erfahrung, weil einfach mein aufgescheuchtes Huhn hat einfach die Erfahrung, dass es da eine gute Managerin gibt, die das einfach, ja, die das gut managt. Einen guten Chef, einen guten Steuermann gibt, der das gut, die das gut managt. Und ich kann euch nur sagen, es ist genauso, wie der ganze Müll entstanden ist. genauso geht es da wieder raus. Ne? Wir haben uns über Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte, wie auch immer, was euch beliebt, haben wir uns da reingedreht, uns verwickelt. Und das ist eine Gewohnheit, das ist das, was uns als normal verkauft wurde, das ist das, was wir normal erachten. Und worum geht es hier? Einfach nur einen Stopp einlegen, nur unter Anführungszeichen, einen Stopp einlegen und mal schauen, was ist hier überhaupt, was geht hier überhaupt ab? Was passiert hier? Wer bin ich? In welcher Maschinerie bin ich drin? In welcher Matrix? Und das erstmal einfach stoppen und dann schauen, wie kann ich mich da wieder rauswickeln, entwickeln, rausziehen. Und das braucht, logischerweise braucht es Zeit, es braucht Disziplin, es braucht Geduld, Persistence, Ausdauer und einfach Erkenntnis, das ist das Wichtigste. Indem wir es erkennen, gehen wir raus. Das hat Alexander Wagand in seinem letzten Video, in seiner letzten Tagesenergie sehr, sehr schön aufgezeigt. Ne? Wenn du glaubst, du musst überall, was weiß ich, demonstrieren, die Welt aus den Angeln heben und was weiß ich, an Aktionen starten, das heißt nicht, dass du das nicht machen kannst. Aber wenn das nicht dein Ding ist, ich würde es mal so sagen. Wenn du nur das eine machst, ohne das andere, nutzt es nichts. Wenn du das andere machst, dann nutzt das eine vielleicht auch, aber dann ist es vielleicht gar nicht mehr nötig. Also sprich, wenn du einfach für dich die Erkenntnis hast und ganz klar bist, dann wird automatisch dein ganzes, das Wort automatisch mag ich nicht, aber nein, ganz natürlich, dein ganzes Sein und deine ganze Haltung dementsprechend. Und dann wirst du dich daraus herausziehen und rauswickeln, statt dich da reinziehen. Ja, also bevor ich jetzt auf das Geopolitische eingehe, einen kurzen Nachtrag zu meinem letzten Video, weil ich gemerkt habe, es gibt eine sehr, sehr große stille Mehrheit, die wirklich manchmal für mich erstaunlich versteht, worüber ich hier spreche und meinen großen, großen Respekt dafür. Manche schreiben mir dann Mails oder Kommentare. Die Lauten sind aber die anderen, die ganz lauthals protestieren und einen in eine Ecke drängen und bewusst missverstehen oder etwas aufgreifen und es aus dem Kontext nehmen oder einfach aus der Matrix heraus schreien. Und das ist dann meistens ein sehr lautes Geschrei. Und das haben wir im Moment, das haben wir sowohl da gesehen, ne, bei der Sendung von Sani verbinde die Punkte, ne, die Kommentare drunter, auf die ich mich ja letztes Mal bezogen habe, aber das hatte ich natürlich jetzt auch. Und eine Sache möchte ich doch aufgreifen, weil es eine Matrix-Geschichte ist, die, glaube ich, auch ganz gut ist, mal zu erwähnen. Es gibt ja welche, die sind hier im Klassenkampfmodus und meinen, hier geht es um den Faktor Neid, den anderen, also dass man selber größer wird, wenn man den anderen kleiner macht, dass der Kopf, der eigene Kopf größer und mehr herausragt, wenn man die anderen Köpfe abschneidet. Also sprich, so ein Kommunismus-Sozialismus-Matrix-Gebilde, wo man meint, wenn ich nicht groß genug bin, nicht zu meiner eigenen Größe wirklich mich empor
recke, mich aufrichte, dann nutzt es ja auch was, wenn ich die anderen alle einfach die Köpfe abschlage. Ja, das hatten wir schon mal. Na, das hatten wir schon mal in der Französischen Revolution. Und ich meine, macht euch nichts vor, alle Revolutionen waren von außen gesteuert. Da sind die Menschen auf die Straße und haben schlimmstes Blutvergießen gemacht und wurden dazu aufgehetzt. Und das war aus dem Deep State. Also wenn ihr jetzt glaubt, ne, dass der Sinn der ganzen Geschichte hier jetzt ist, dass wir alle ja, Reichen ans Schafott liefern und alle Gescheiten und alle Bessergestellten und die sogenannten, und jetzt ist ja schon die Frage, von welcher Elite reden wir, ne, alle Gestopften und Großkopferten sozusagen jetzt an den Galgen bringen. Wenn irgendjemand meint, das wäre der Weg in das neue Zeitalter. Nun dann viel Glück, denn dann hängt er, wie ich es ja im letzten Video schon ja, veranschaulicht habe, dann hängt er hier. Ne? Dann hängt er hier tief, tief drin. Das ist tiefstes Satanisches. Das ist satanisch, ja, tatsächlich ist es satanisch. Ne? Wenn ich jemandem anderen den Tod wünsche und egal welche Argumente ich dafür habe, ne? Ist das logischerweise. Es ist ein Teil der Thanatos-Gesellschaft, der Todesgesellschaft. Und ich habe ja das erklärt, dass hier für mich, das ist die Todeszelle, in der wir alle drin gehangen sind. Und jetzt befreien wir uns aus dieser Todeszelle. Und die, die da am lautesten schreien, ne, hängt sie auf. Oder nicht nur die, die jetzt irgendwie wirklich Übles getan haben, sondern das geht ja dann auch in die Richtung, so nach dem Motto, ja, alle Studierten, hängt sie auch auf, ne. Gut, dazu kann ich nur sagen, ja, ich halte auch nicht besonders viel von diesen Systemen, weder von der Grundschule, noch vom Gymnasium, vom Matura, noch von der Universität. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht würdige, wenn jemand den Weg dadurch geschafft hat, und der ist wirklich nicht leicht. Ne? Wenn ich mitkriege, wie hier, ja, in meinem Haus ein junges Mädchen hier die Matura nachholt, das Abitur, und sich dafür anstrengt. Und wenn ich mitkriege, wie meine Tochter, na, hier ein Studium macht und ja, dafür permanent ihre grauen Hirnzellen aktiviert und da das Beste daraus macht, um es zu einem Abschluss zu schaffen. Und das eine ist das System, davon können wir halten, was wir wollen. Aber jetzt jeden, der bei dem System... Wir haben alle bei diesem System mitgemacht. Anders geht es gar nicht. Und jetzt mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, wird keinen von uns größer machen. Im Gegenteil, es macht uns sehr klein. Und ich fand das sehr bezeichnend, weil in meinem letzten Video, das war erstens mal eine humoristische Provokation. Ne? Ich kann euch nur sagen, ich schätze Franz Hörmann, egal ob er Professor und Doktor ist, das hat damit nichts zu tun. Aber... nichtsdestotrotz würdige ich das, dass er einen Weg gegangen ist und dafür mit Sicherheit nicht nur Zeit, sondern auch, ja, wie sagt man, Schweiß und viele Opfer einfach gebracht hat. Ne? Logischerweise, das ist nicht so einfach, einen Doktor zu machen. Also so ist es nicht. Ne? Und dann denjenigen dafür zu diskreditieren und zu sagen, das ist eh alles Scheiß. Ja, okay, wir können natürlich alle jetzt gleich machen. Ne? Alle Köpfe, alle herausragenden Köpfe können wir jetzt abschlagen. Dann sind wir garantiert am Fliegenfinger. Ne? Dann sind wir garantiert in der Vergangenheit. Das war in Russland auch nicht anders. Ne? Wir haben viele Beispiele. Das heißt das, dass jeder Professor und Doktor jetzt eine Leuchte ist? Nein, das heißt es nicht. Aber jemand hat sich zumindest mit einer Materie sehr genau beschäftigt. Und wichtig ist ja, was er daraus macht. Und ich schätze diesen Herrn für das, was er daraus gemacht hat. So, mir wurde da alles mögliche Worte im Mund rumgedreht. Und ja, jetzt nur mal so allgemein. Ne? Wir haben eine Zeit hinter uns, ja, und sind immer noch in dieser Zeit, wo oft der einzige Beitrag, den wir gesellschaftlich hatten, ja, vielleicht zwei Beiträge. Das eine ist, dass wir unsere Stimme abgegeben haben in die Urne, in die Wahlurne. Und das andere ist, dass wir vorm Fernseher saßen oder vor der Zeitung oder so, das macht nicht viel Unterschied, aber meistens vorm Fernseher, sei es jetzt wie bei einem Laufsteg, ja? Und dann sitzen wir da unten und machen die Voting-Ding, so wie bei Eiskünstler oder so, ne? 9 von 10 oder 8 von 10 oder Daumen runter, ne? Wir können uns auch vorstellen bei den Gladiatoren, ne?
So, und das ist so in den Menschen drinnen. Es fällt mir auf, ja, wenn ich mir eine Live-Sendung anschaue, ja, dann frage ich mich, wie können denn die Menschen überhaupt noch zuhören, wenn sie die ganze Zeit dabei sind in diesem Live-Chat, die ganze Zeit, oh ja, ja, Traugott, ja, 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 oder Georg, super, oder nein. Und die ganze Zeit geht das so dahin, als wäre man da irgendwie ein Mannequin, also so ein Bikini-Model auf dem Laufsteg, und dann würde man sagen, oh, die Titten sind aber zu groß und die Beine zu lang oder irgend so ein Blödsinn. Merkt ihr, was ich meine? Dieses permanente Urteilen, beurteilen, verurteilen, das ist oft der einzige Beitrag, ne? Dass wir irgendwie uns aufregen können über das, was im Fernsehen passiert und sagen können, das ist so ein Scheiß oder super oder ja, dann haben wir unsere Fangemeinschaft, ne? So ist das ja. Das hat ja der Sapfeiko auch sehr, sehr schön aufgezeigt in seinen letzten Videos. Ne? Also du brauchst ja keine Eltern mehr, ne? Du hast kein Vorbild mehr, du hast überhaupt keine Vorbilder mehr, sondern dein Vorbild ist dann der Fußballstar oder der Pedostar oder keine Ahnung was. Ne? Ja, es zeigt ein bezeichnendes Licht auf unsere Werte. Und das wollte ich einfach nur mal zum Nachdenken geben, weil ehrlich gesagt, ich bin es leid. Ich lösche solche Kommentare nur noch. Weil ich auch, ja, natürlich, ja, das kommt noch dazu. Ich finde nicht, dass wir so stolz drauf sein sollten, wenn wir einfach nur wenn wir das dumme Kind sprechen lassen. Das heißt aber nicht, dass wir das dumme Kind sind. Also irgendjemand hat mal früher sich aufgeregt, weil ich immer gesagt habe, so, es gibt einen Teil in uns, da kann man nur noch sagen, auf die Hundedecke. Und dann haben sie gesagt, oh, die hat uns auf die Hundedecke geschickt. Ja, wenn man sich natürlich mit dem Teil identifiziert, ja, dann, ne, wenn man sich identifiziert, ich habe es letztes Mal aufgezeigt, ne, hier drin sitzt so ein kleines Wesen, ne? So ein kleines abgeschnittenes Wesen, was überhaupt keinen Bezug mehr hat zu nichts. Ne? Und das macht sich aber unglaublich wichtig und pudelt sich auf und ist sofort da mit einer Meinung und mit einer, das ist unglaublich aufgebläht, diese Person, die da drinnen ist. Ne? Und ich sage einfach nur für diejenigen, die so stolz hier gleich so ohne nachzudenken sofort irgendwas posten, noch nicht mal einmal darüber reflektieren, dann nährt ihr diesen, ja, ziemlich lächerlichen, aufgeplusterten Teil. Und das ist, glaube ich, das, was Jesus gemeint hat, als er sagte, wird niemals durch ein Nadelöhr kommen. Ne? Also das ist zu dick, das kann nicht durch, das ist zu dick. Also von daher, wenn ihr euch mit diesem aufgeplusterten Ego-Teil identifiziert, ja gut, dann ist euch, nein, ich sage nicht, dann ist euch nicht zu helfen. Die einzigen, die euch helfen können, seid ihr, indem ihr diesen Aspekt in euch ja erstmal kritisch anschaut und euch fragt, ist das wirklich so klug, diesem Aspekt die Führung zu überlassen. Und ich bin sicher, die meisten, zu denen ich hier spreche, bräuchten das gar nicht, dass ich das sage. Aber vielleicht ist es doch ganz gut, weil jeder von uns hat jemand in seiner Umgebung, der genauso drauf ist. Und ja, dem gibt man am besten wirklich keine Energie. Und entweder man sagt, wenn es ein penetranter Teil ist, dann sagt man, geh auf die Hundedecke. Oder ich empfehle immer wieder, das rote Tuch und durchlaufen lassen. Und dass es anstrengend ist, ist keine Frage. Und dass es einfach manchmal auch nicht mehr vereinbar ist, das ist auch keine Frage. Ich hatte jetzt gerade auch wieder Besuch und ich merke, es geht einfach nicht mehr. Du kannst das Thema, du kannst die aktuellen Themen nicht umgehen. Du kannst das Absurdistan, was da stattfindet, kannst du nicht ausblenden. Es kommt im Gespräch und dann bist du sofort wieder in der alten Mühle und ich kann es nicht mehr. Ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mehr irgendjemandem irgendwas erklären kann, was für mich schon längst Realität ist und wo der einfach in einem völligen Paralleluniversum ist. Und das ist einfach so im Moment. Und ob es nachher irgendwann einmal wieder zusammenfindet, ist eine andere Frage. Alles, was passiert zurzeit, ist für mich einfach eine ganz glasklare Bestätigung. Ah, Gypsy. Hallo, Gypsy, Schätzchen. Oh, der König. Alles, was hier zurzeit passiert, ist für mich eine glasklare Bestätigung. Ja, dass wir richtig lagen, aber es geht nicht um Recht haben. Es geht darum, dass wir beruhigt sein können. Es läuft alles nach Plan. Und dann gibt es immer noch welche, die mich fragen, woher weiß ich das? Ich erzähle es noch einmal, aber ich habe es schon oft erzählt, aber ich sage es noch einmal. Das ist, als würde man einen Mathematiker fragen, wenn er eine Gleichung gelöst hat. Ne? Und Mathematik hat ja auch dieses Wunderschöne, die Gleichung geht auf oder sie geht nicht auf. Wenn sie aufgeht, dann brauchst du ihn nicht fragen, ist das wahr, weil dann ist es klar, dass es richtig ist. Und genauso ist das mit einem Puzzle.
Und da musst du noch nicht mal das ganze Puzzle gemacht haben, da reicht es, wenn du einen kleinen Teil gemacht hast. Wenn alle Teile, je kleiner es ist, umso deutlicher, ne? Wenn alles zusammenfügt und zumindest mal in dem Aspekt ein kohärentes Bild gibt, dann weißt du einfach, dass es die Wahrheit ist. Und das ist das, was zurzeit abgeht. So, das war jetzt das Intro. Wie lange? Okay, die Hälfte der Zeit. Das macht aber nichts. Ja, kommen wir zur Geopolitik. Natürlich ist da zuerst Deutschland. Ich weiß, Deutschland ist euch am nächsten. Und wenn ihr euch wieder fragt, was ist in Österreich? Es ist nicht so anders. Ne? Es braut sich von allen Seiten zusammen. Es demontiert sich selber. Es muss immer noch Ärger werden, damit es sich demontiert. Und ich fand da Hayos letztes Denkwerk sehr denkwürdig, sehr gut, wo er einfach diesen Überblick gegeben hat, ne, über dieses Handelskonstrukt BRD und wie es sich jetzt selber demontiert. Ne. Und dann kannst du natürlich nur zurückgehen zu der letzten völkerrechtlich und staatsrechtlich legitimen tragfähigen System. Und das ist für Deutschland einfach das Deutsche Reich. Und jeder denkt bei Deutsche Reich nur an das Dritte Reich, aber verwechselt das. Und das ist einfach nicht der Fall. Aber das ist leider etwas, es ist schon erstaunlich, wie wenig geopolitisch gebildet die meisten Amerikaner sind und auch viele Russen sind, dass sie, vielleicht die Russen noch eher, wahrscheinlich, schätze ich mal, die Russen sind, glaube ich, eher geopolitisch nicht sehr gebildet, wenn es um die USA geht. In Bezug auf Europa, glaube ich, haben sie sehr wohl einen Einblick, wohingegen die USA, die wissen, die meisten wissen weder über Russland noch über Europa, sind einfach sehr auf die USA fixiert. Aber das macht nichts, weil wir ja in den USA wirklich, dort geht ja die Post ab. Ne? Ja, also schaut euch Hayos Denkwerk an. Es zeigt das Handelsrecht sehr, sehr gut. Und wir können natürlich nicht, weil manche regen sich ja auf, ja, jetzt seid ihr wieder im Handelsrecht oder so. Was wir nicht machen können, ist, um noch ein bisschen in unseren Fielden zu bleiben, und das betrifft Österreich, Schweiz, weil ich immer gefragt, was ist mit der Schweiz, was ist mit Österreich? Ja, es ist im Prinzip für ganz Europa ähnlich, nur dass halt die Deutschland einfach so die letzte Bastion des Deep States ist. Da haben sie sich jetzt alle verbarrikadiert, der schwarze Adel, der Deep State, sie haben sich alle dort verbarrikadiert und versuchen da in diesem Reichsgebäude jetzt noch ein bisschen Staatensimulation zu spielen, und dieses Reichsgebäude hat ja auch eine unglaubliche Bedeutung, ne? von Kraftfeldern und von auch politisch Bedeutung. Also das ist alles nicht ohne. Und Berlin ist ja, das wisst ihr ja, nicht Teil der BRD. Ist ja ein Konstrukt aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Ende der Zweiten Weltkrieg, aus der Alliierten. Vereinbarung. Ne? Da haben ja die vier Alliierten Zugriff und nicht die Deutschen. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich mich verstiegen, das ist nicht gut. Der Druck wird immer größer, aber es lässt sich einfach nicht mehr halten. Ah ja, jetzt habe ich es wieder. So, ich weiß wieder. Ich war bei den ganzen, genau. Handelssystem heißt ja, dass jeder Handel, der abgeschlossen wurde, unter dem Handelssystem ist. Das heißt also, es ist unmöglich, wenn jemand sagt, ja, das muss das Handelssystem, das muss jetzt von einer Minute auf die andere weg. Ja, in Amerika, glaube ich, können sie das, weil sie da schon viel, viel weiter sind. Ne? Dass die USA, die Firma USA, schon durch den Reichsverweser Trump schon sehr weit abgewickelt ist. Ja, was macht ein Reichsverweser? Ne? Ein Insolvenzabwickler. Ne? Er muss ja schauen, dass die Leute dann trotzdem noch zu ihren Rechten kommen, die sie abgeschlossen haben. Ich meine, ich habe das mal mit dem Gottfried gemeinsam damals in einem Video behandelt. Stellt euch mal vor, ne, alle Verträge, die ihr geschlossen habt, sind im Handelsrecht. Ob das jetzt eine Versicherung ist, eine Heirat, eine Firma, alles ist im Handelsrecht. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach das abschalten und dann alle im Regen stehen lassen, sondern du kannst es nur langsam, wie bei einem Fallschirm, ne? Du kannst es nur langsam durch, du kannst da unten drunter ein Auffanglager schaffen oder eine Simulation. Stellen wir uns vor, jemand ist mit dem Fallschirm, ne? Und wenn der Fallschirm nicht mehr funktioniert, würde er runterplumpsen. Außer oben drüber ist eine Art Helikopter, der ihn jetzt auffängt mit irgendwelchen Schnüren oder keine Ahnung. Oder unten drunter ist eine Decke, die ihn auffängt. Welches Bild euch jetzt gefällt? Oder manche sehen es da, Falco hatte das Bild mit dem Abstellgleis, mit dem Zug, mit einer Parallelschiene.
Das so, dass der eine Zug in den Abgrund hinunterrast und der andere Zug fährt in eine andere Richtung. Welches Bild euch jetzt auch immer gefällt. Aber auf jeden Fall ist klar, dieses Handelskonstrukt braucht eine ganz, ganz sorgfältige Abwicklung, damit alle Verträge nach wie vor ihre Gültigkeit haben, die für euch da sind. Das heißt nicht, dass die ganzen Pädophilen und die ganzen Eliten, und mit Eliten meine ich bitte nicht jetzt die intellektuellen Eliten oder sowas, ich meine damit jetzt wirklich die pädophilen Eliten, denen wird ja alles genommen, das wissen wir ja. Ne? Da gibt es ja die Executive Order von Donald Trump, dass aller Besitz ihnen genommen wird und damit auch alle, darauf geht Hayo auch an, ein, auch alle Pensionen und Vergütungen und also einfach alles, was sie sich unter den Nagel gerissen haben. Das heißt also, in Deutschland braucht es einen Reichsverweser. Inwieweit es in Österreich schon so weit ist, das kann ich euch nicht sagen. Da sind wir noch nicht. Aber wir sind sehr, sehr weit in den USA und wir können sehen, ah, die sind uns ein paar Schritte voraus. Und ich denke, die Sowjetunion ist auch ein paar Schritte voraus. Auch darauf geht Hajo ein. Ich glaube da, ne, also ich sage jetzt bewusst Sowjetunion, weil bei Russland natürlich teilweise die alte Sowjetunion nochmal, das ist wieder dieser Loop. Ne? Wir haben hier wirklich permanent diesen, dass jetzt sich der Kreis schließt vom großen Krieg, sage ich jetzt mal, weil das ist Erster und Zweiter Weltkrieg zusammen, ist der große Krieg. Wir haben die Zeit davor und wir haben die Zeit nach dem großen Krieg. Und da einfach zu schauen, okay, was trägt es von der Rechtskraft, vom Staatenrecht, vom Völkerrecht, was trägt es? Und Handelsrecht ist weder Staaten- noch Völkerrecht, sondern ist Privat, also Privatrecht, nein, es ist die einzelnen Menschen. Ne? Und Firmen natürlich. Also es ist so gesehen schon privat. Okay, ich will mich da jetzt nicht in den Nesseln setzen, aber es ist auf jeden Fall, es betrifft auch Individuen und natürlich Firmenkonstrukte. So. Und wir wollen ja die Konzerne loshaben, aber wir wollen nicht die ganzen kleinen Firmen damit mit in den Untergang hinunterschicken. So viel jetzt dazu. So viel zu Deutschland. Das ist natürlich spannend, was hier passiert. Aber ich habe da keine Bedenken, ne, dass sich das alles gut weiterentwickelt. Aber schauen wir in die USA, denn dort sind sie ja mit Meilenschritten unterwegs. Das ist nicht mehr möglich, dass ich euch das alles aufzeige. Ich kann euch nur Einblicke geben. Wir haben Sidney Powell, die entweder nie Teil von Donald Trumps, also nie offiziell seine Anwältin war, oder sie war es und jetzt ist es nie. Aber das ist nicht schlimm, im Gegenteil. Die Spieler sind jetzt auf dem Platz und ihr könnt versichert sein, dass alle Spieler auf dem richtigen Platz sind. Das betrifft übrigens auch Deutschland. Ne? Wir haben McGregor, der auf Platz gesetzt ist, ne? Wo vorher Grenell war. Ne? Und jetzt ist Grenell in den USA, weil er dort gebraucht wird. Und zwar als einer von der ganzen Intelligence, ne? Oder als Chef des ganzen Intelligence. Jeder Spieler ist auf seinem Platz. Wenn wir schauen, Sidney Powell ist eine Schlüsselfigur. Wir können davon ausgehen, dass sie der Kraken ist und die letzte Coup-Post war Durham. Und die Frage ist Durham jetzt dieser Anwalt Durham, dieser Staatsanwalt Durham, oder ist Durham der Geburtsort von Sidney Powell und damit ist damit Sidney Powell gemeint. Und es ist vielleicht weder, nicht entweder oder, sondern vielleicht beides. Sidney Powell ist auf ihrem Platz, wo sie sein soll. Sie bereitet auf der einen Seite die ganzen Anschuldigungen vor. Sie outet sich auch in den Medien und zwar nicht wenig, nicht zurückhaltend. Es gab eine Reiberei oder einen kleinen Machtkampf mit Tucker Carlson. Sie hatte angeboten, einen Mitarbeiter oder einen Mitarbeiter, weiß ich nicht, einen, der mit ihr arbeitet, ja, insofern schon Mitarbeiter, zum Interview zu schicken. Das hat er abgelehnt. Und das war der Eric Burns, nein, Patrick Burns, Entschuldigung, Patrick Byrne. Ich komme gleich noch auf ihn zu sprechen. Tucker Carlson hat das abgelehnt und anscheinend gab es da jetzt eine Auseinandersetzung. Und jetzt ist die Frage, okay, ist Tucker jetzt irgendwie ein Greyhead oder ein Blackhead? Manche bringen ihn mit Ping-Pong, mit Comet Ping-Pong, mit dieser Pizzagate-Bude in Verbindung, dass er da Gast war. Okay, haben wir uns geirrt? Ist Tucker Carlson in Wirklichkeit ein Spieler von der anderen Seite? Oder aber ist das wieder nur eines von diesen Spielen, Bad Guy, Good Guy, um das amerikanische Publikum aufzuscheuchen oder andere in die Irre zu führen? Das werden wir alles erst am Ende merken und vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Ja, dieser Patrick Byrne war zu Gast bei Black Conservative. Er hat sich angeboten, aktiv mit ihm ein Interview zu machen. Das habe ich mir angeschaut.
Und er bestätigt, also er hat die Legitimation. Sidney Powell als Anwältin kann was anderes sagen als ein Millionär, der mit ihr zusammenarbeitet. Patrick Byrne, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der war CEO von einer ganz, ganz großen Firma und ist dann zurückgetreten und hat dann ausgesagt, dass er an ihn, dass er mit dem CIA zusammenarbeitet, nein, nicht mit dem amerikanischen Justiz zusammenarbeiten will. Und der hatte einiges an Informationen und der gibt jetzt da sein Geld rein, um seine Millionen rein, um diesen Water Fraud da aufzudecken. Und arbeitet da mit der Sidney Powell zusammen. Und hat sich da eben geäußert und hat gemeint, ja, hat dann erläutert, wie dieser Water Fraud stattfindet. Auf der einen Seite einfach per Knopfdruck, ne, und Software, auf der anderen Seite durch diese Stifte, das hatte meine Tochter irgendwie einmal angemerkt, die haben ihnen einfach andere Stifte gegeben, wodurch das dann ungültig ist. Und dann konnten die das auf Biden rüber lenken. Also es ist auf, und dann natürlich die vielen, vielen Toten. Alle Toten haben für Biden gestimmt. Also es ist keine Frage mehr, dass das alles auffliegt. Das ist jetzt alles in den unteren Bereichen teilweise abgeschmettert worden und das sollte auch so sein, denn es soll ja am obersten Gerichtshof landen. Und wenn wir jetzt zurückschauen, dann wissen wir, warum war das so wichtig, dass Kavanaugh vor 2 Jahren, glaube ich, als Richter da angelobigt wurde und warum war es so richtig wichtig, dass Amy Barrett, ja, heißt sie, kurz vor der Wahl, dass das noch durchging. Ne? Denn das sind die obersten Richter, die brauchen sie logischerweise, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Und wir haben in Amerika noch viel mehr. Es ist unglaublich. Wir haben einen Biden, der irgendwie eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er da sitzt mit der Pelosi und er ist völlig senil und debil und kann noch nicht mal Fragen beantworten. Und die Pelosi sitzt daneben ihm. Also sie sind sowas von Desperate Housewives. Also es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und in den Mainstream-Media wird immer noch hier in Deutschland, ne, so getan, als wäre das der nächste Präsident der Biden. Und ich meine, das ist überhaupt keine Frage. Also es wird alles niederreißen. Und was ist der Schlüssel in dem Ganzen? Sie haben es x-mal jetzt genannt. Der Schlüssel ist die CIA. Die CIA hat die Wahlen in der ganzen Welt beeinflusst. Beeinflusst ist noch zu niedrig gesagt. Sie haben sie bestimmt. Dominion ist mit der CIA so eng und sie haben die Wahlen auf der ganzen Welt bestimmt. Aber sie müssen erstmal es in Amerika durchbringen und es ist wichtig, dass sie jetzt erstmal, dass Trump erstmal wieder bestätigt ist in seinem Amt, damit sie das dann in der Welt auch, also das kommt danach, ne? Deutschland kommt danach. Sie können nicht an zwei Fronten, obwohl es sicherlich in anderen Fronten vorbereitet wird. Aber die Schlacht wird im Moment in den USA geschlagen. Und die CIA, ja, wir hatten mehrere Reden. Wir hatten eine von diesem Miller, wenn ihr euch erinnert, der Außenminister von Amerika, der sehr dubiose, der Espen, wurde ja am 9. November gekündigt und am selben Tag noch wurde Miller in sein Amt gehoben. Und er hat eine Ansprache gehalten und er ist ja ein Irak-Kämpfer. Er ist einer, der gekämpft hat, also die Truppen geführt hat, meine ich, ein General. Das heißt also, er weiß, wie mit Terror und Straßenkämpfen umzugehen. Und das war wichtig. Und er hat eine Rede gehalten und er hat es gesagt, na, hier geht es darum, also dass es um militärische Operationen geht und dass es darum geht, die mafiöse Struktur des CIA zu zerschlagen. Und das hat noch in einer weiteren Rede kam das auch noch durch, nämlich dieser Ezraam Cohen. Ezraam Cohen ist ein Mitarbeiter von General Flynn und er wurde damals gekündigt. Und Q hat ihn oftmals genannt, wie wichtig er ist. Und Ezraam Cohen ist jetzt wieder im Weißen Haus in Trumps Team und er hat auch eine Rede gehalten und da hat er auf JFK Bezug genommen. Was sie machen ist, sie holen jetzt ein altes von JFK damals entlassenes CIA eine Vorgehensweise, holen sie wieder heraus und auf das beziehen sie sich. Das heißt, wir haben wieder den Loop, eine sehr, sehr historische Zeit. JFK hat damals gesagt, er wird die CIA in 1000 Teile zerschlagen. Danach ist er umgebracht worden. Denn die CIA war sozusagen das Headquarter des Deep States. Es war der Kopf der Krake. Nein, nicht Krake, ich will das Bild nicht als Krake, der Kopf der Spinne oder wie ihr das jetzt immer nennen wollt. Also des Spinnennetzes, ja. Und ja, das hatte JFK damals vor.
Danach wurde er umgebracht und jetzt bezieht sich sowohl Miller als auch Ezra Cohen als auch Sidney Powell beziehen sich auf dieses von JFK geplante Vorgehen, wo übrigens auch, er wollte auch die Fed zerschlagen und hatte schon eine neue Währung drucken lassen. Also das war alles schon geplant. Und die Sidney Powell hat die macht ja mehrere Interviews, aber nicht mehr für Fox News bezeichnenderweise. Und sie hat auch davon gesprochen, dass die Aktion jetzt, die wird nicht von CIA oder FBI oder DOJ oder so durchgeführt, sondern sie hat davon gesprochen, von einer anderen Regierungsebene. Und wir vermuten, dass das jetzt die Militärebene ist, dass das jetzt auf militärischer Ebene durchgeführt wird, weil alle anderen einfach ja, mit dazu beigetragen haben, dass das ganze System sich so, dass die Zecke sich im Pelz festgefressen hatte. Und jetzt wird die Zecke rausoperiert und das wird weltweit sein. Da hängen alle mit drin. Ich habe im letzten Video, habe ich noch gemeint, von wegen Österreich, und dann hat mir gleich jemand geschickt, wie Österreich auch mit Skytel drin hängt, mit Dominion, Skytel, das ist alles dasselbe. Und zwar, was war das? Das war noch nicht mal eine sehr hohe Ebene, also auch irgendwie im Uni oder so geschehen, ne? Also auf Bundesrechenamt und ich weiß nicht, was alles hängt da. Also dieses Dominion hat alles bestimmt. Ne? Alle Zahlen, die wir hier haben, alles, worauf wir uns verlassen haben, die Statistiken und so weiter. Ne? Ja, es ist einfach alles out of the blue. Ne? Out of the blue, beziehungsweise es wurde uns permanent ein X für ein U vorgemacht. Ja, das heißt also, es ist überhaupt keine Frage, dass das Ganze ausgehoben wird. Und ja, das Zeitfenster wird jetzt die Woche oder nächste Woche angegeben. Also da werden noch Wahnsinnsmeldungen reinknallen und ich bin sicher, der Sunny und seine Truppe bearbeiten das. Ich finde das wunderbar. Ich schaue mir das an und denke mir immer wieder, es ist alles wunderbar, so wie es ist. Ich bin froh, dass ich damit dazu beitragen konnte, dass diese Truppe sich gefunden hat, denn einige sind ja über mich reingekommen und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich merke aber gerade an der letzten Sendung auch wieder mit Martin und Falco, das war so eine stimmige Gruppe und ich habe gemerkt, nein, ich muss da überhaupt nicht dabei sein, ich fehle da überhaupt nicht. Für mich ist das wunderbar, dass ich hier meinen Blick mache und die machen das wunderbar, finde ich ganz, ganz toll und ich glaube, da könnt ihr noch überrascht sein, wer alle noch da reinkommt, wer alle noch als Gast da dazukommt und ja, wenn alles glatt geht, dann mache ich heute Abend, ich habe zumindest eine Verabredung, eine Zoom-Verabredung mit Traugott Ikarot, darauf freue ich mich schon sehr, ja, dass wir einfach da ein bisschen in die Tiefe gehen und das gefällt mir ja, in die Tiefe zu gehen. Ne? Und ja, ich hoffe dann, dass es nicht gleich wieder gelöscht wird, weil unsere Veranstaltung in Chemnitz wurde gelöscht. Ich schaue mal, ob ich sie am anderen Kanal hochlade, aber ich will nicht riskieren, dass der Kanal dann auch gelöscht ist. Also bitte schaut, ich habe zwei Kanäle, dass ihr auf beiden abonniert, damit ihr Bescheid wisst, wenn ich switche von einem zum anderen. Und ich bedanke mich bei der Stelle nochmal für die vielen, vielen Hinweise, die ich bekommen habe, die ich mittlerweile alle verarbeitet habe und sie an die Rechtsanwältin weitergegeben habe bezüglich der Anschuldigungen. Da war sehr, sehr Hilfreiches dabei, dafür bedanke ich mich. Ich habe eine Frage, ich weiß, dass ich in ganz vielen Videos mich also wirklich immer wieder ganz klar ausgesprochen habe dafür, dass das jüdische Volk mindestens genauso ein Opfervolk ist wie das deutsche Volk und dass sie sozusagen beide gegeneinander ausgespielt wurden und dass die Täter dahinter bzw. darüber oder dahinter sitzen. Ich kann mich speziell noch erinnern an ein Video, wo ich darüber gesprochen habe, wie diese geschundenen Menschen ne, dann in einem Auffanglager in Salzburg aussortiert wurden, getrennt wurden von den anderen, von den Kommunisten und was auch immer, wie die anderen halt, aus welchen Gründen die da saßen. Und da wurden die in ein spezielles Auffanglager hier in Salzburg interniert. Und dann wurden sie über die Alpen geschleust, um dann von Italien aus nach Palästina verschifft zu werden. Und da sind unglaublich viele gestorben. Ich kann mich erinnern, wie ich das zum Thema unter anderem mal gemacht habe, wo ich gesagt habe, dieses Volk hatte schon so viel erlitten und dann kam der dicke Hund sozusagen noch am Schluss. Oder dann war es noch nicht zu Ende. Ich sage das nur deswegen, sollte jemand von euch sich erinnern, in welchem Video das war und mir da einen Tipp geben, wäre ich sehr dankbar, weil ich habe
viele meiner Videos schon so quer geschaut, aber es sind zu viele, ich komme da nicht. Also, und das wäre ganz gut, wenn ich das ein bisschen dokumentieren könnte. Denn, wie ihr wisst, habe ich hier mit Sicherheit nie irgendeine Hetze gemacht, eine Volkshetze oder eine Hetze und gegen irgendein Volk gehetzt, das habe ich mit Sicherheit nicht. Mittlerweile ist ja für mich auch klar, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich nicht einmal mehr irgendwelche Phönizier, Babylonier, Ägypter oder Kasan oder sonst irgendetwas als die Brut ansehen würde, sondern immer die Mächte, die sich dort eingeschleust haben. Also so weit bin ich mittlerweile und ich freue mich schon sehr, wenn ich da das neue Buch von Peter Freiherr von Lichtenstein dazu lese. Das ist, glaube ich, auf dem Weg zu mir. Da freue ich mich sehr, denn da hat er das genau zum Thema gemacht, dass nämlich alle diese Völker genau Opfer waren, so wie die Deutschen Opfer waren, so wie die Juden Opfer waren. Und so wie zum Beispiel, ne, ein klassisches Beispiel jetzt in unserer Zeit, Nordkorea, ne? Kim Jong-un, der war der wurde in Haft gehalten, ne? In Geiselhaft gehalten und das Ganze und die ganze Welt hat ihn gebasht und hat genauso wie Assad oder so, ne? Oder es gibt ja sehr, sehr viele, die sozusagen auf diesem Altar geopfert wurden und wo wir gedacht haben, das ist das Böse schlechthin. Dabei waren es die Kräfte, die sich dessen bedient haben. So. Ja, also, verzagt nicht, das ist alles gut. Jemand hat gefragt, was das für Bämmel sind. Das sind Glasperlen, die ich selber gedreht habe. Die habe ich hier im Garten überall hängen. Ja. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe und heute Abend gibt es dann, ja, irgendwie werde ich dann den Stream mit Traugott Ikerot posten. Alles Liebe. Tschüss.